Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Das Market Cap liegt erstmalig über einer halben Billion US-Dollar, im Moment bei 507 Milliarden US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz ist erheblich zurückgegangen. Vor 3 Tagen war es noch über 60% und jetzt ungefähr bei 54%. Ja, Bitcoin hat sich ein bisschen beruhigt, so wie ich es auch im letzten Video gesagt habe und vermutet habe, durch die Futures ist die Volatilität ein bisschen runtergegangen. Die Frage ist jetzt, ob es wirklich daran jetzt liegt oder ob es wirklich einfach nur eine kleine Beruhigung im Markt ist. Meine langfristige Erwartung ist einfach, dass die Volatilität geringer sein wird, nachdem die Bitcoin Futures eingeführt wurden. Im Moment ist es so, andere Coins stehen da viel mehr im Rampenlicht, wie zum Beispiel Ripple, heute in den letzten 24 Stunden 50%, schon bei 70 Cent. Ethereum hat auch in den letzten 3 Tagen sehr stark zugelegt, im Moment bei 680 Dollar. IOTA hatten wir schon vorher gesehen, dass er sich fast verzehnfacht hat in den letzten paar Wochen. Litecoin auch bei 285 Dollar. Also im Moment ein paar andere Coins hier im Fokus. EOS Allzeithoch gebrochen, 8,22 Dollar, in den letzten 24 Stunden auch 25%. Cardano, da habe ich ein extra Video zugemacht, was das überhaupt ist. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Auch Allzeithoch gebrochen, im Moment bei 18 Cent. Ja, im Moment sind die Altcoins am Drücker. Wie ihr sehen könnt, großen Gewinner über 70% hier, über 60, Verge mit über 60%. Das ist natürlich vielleicht auch daran geschuldet, dass in den letzten ein, zwei Monaten die Altcoins sehr stark unter Druck gelegen haben, weil der Bitcoin halt so stark war und die Altcoins halt so ein bisschen im Schatten vom Bitcoin waren. Und im Moment sieht es halt danach aus, als würden die da wieder herauskommen und die wichtige Rolle jetzt hier übernehmen. Schauen wir uns mal Bitcoin an. Wie schon erwähnt, die Volatilität ist zurückgegangen. Das Allzeithoch liegt hier auf Bitstamp bei 17.450 Dollar ungefähr. Ja, und danach ist es halt ein bisschen runtergegangen, pendelt sich hier um den Dreh ein bisschen ein. Wenn wir uns das mal jetzt hier anschauen, das können wir mal hier so ein kleines Rechteck reinzeichnen. Hier in dem Bereich bewegt er sich im Moment. Das ist ungefähr 10% hoch und runter. Ist natürlich nicht wenig, aber für Bitcoin halt, wenn man die letzten Wochen betrachtet, nicht viel. Natürlich hat sich das beruhigt jetzt. Wie gesagt, andere Coins sind mehr im Rampenlicht die letzten Tage, auch die Medien. Ist im Moment so, dass die Altcoins auch in die Mainstream-Medien kommen, wie zum Beispiel Ripple war bei Handelsblatt oder auf anderen Seiten, die jetzt nicht nur auf Kryptowährungen spezialisiert sind. Wir können uns jetzt mal als nächstes Ethereum anschauen. Wie erwähnt, hat der sein Allzeithoch gebrochen. In dem letzten Video hatte ich ja da so einen Widerstand eingezeichnet, genau dort. Den Widerstand hat er schön durchbrochen. Da hier kam ein großes Volumen rein. So ein hohes Volumen war fast einen Monat nicht mehr da. Hat diesen Widerstand durchbrochen. Und dann ist er bis auf 757 Dollar auf Bittrex ist das hochgegangen. Im Moment konsolidiert er wieder ein bisschen, erholt sich. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Volumen geht runter. Die gleitenden Durchschnitte ziehen mit an. Und dann können wir uns mal anschauen, wie viel Prozent das jetzt gewesen wäre, wenn man jetzt ungefähr da eingestiegen wäre. Natürlich ist das jetzt hier wieder der beste Fall, 50%. Natürlich kann man jetzt nicht genau von dem Punkt zu dem Punkt einsteigen und aussteigen, aber da hätte man auf jeden Fall was Schönes mitnehmen können. Im Moment bei 677 Dollar. Wenn man das Fibonacci Retracement mal hier anlegt, dann kann man sehen, dass wenn man von hier unten ausgeht, die Welle sich anschaut, dann kann man sehen, die 0,5 wäre hier ungefähr bei 600 Dollar. Das wäre mit dem 30er gleitenden Durchschnitt ungefähr im gleichen Bereich. 0,618 Linie wäre bei 580 Dollar. Mal schauen, ob es wirklich so weit runter geht. Aber auf jeden Fall im Moment ist er sich am Beruhigen, geht ein bisschen runter. Ist auch normal nach dieser Rallye in den letzten 1, 2, 3 Tagen.
EOS ist auch sehr stark gestiegen, hatten wir uns ja auch schon im letzten Video angeschaut. Da hatte ich ja gesagt, dass das Allzeithoch da im Weg steht. Können wir dann mal hier ein bisschen rauszoomen, am besten mal einen Tag machen, dann sieht man es besser, weil es sehr lange war, sehr lange her war. Das war ja in den ersten Tagen, nachdem es auf den Exchange gekommen ist. Das war bei 5,50 Dollar, habe ich gesagt. Wenn er den durchbricht, das wäre es ein sehr gutes Zeichen. Den hat der sehr gut durchbrochen. Auch hier wieder sehr hohes Volumen mitgekommen und ist bis auf 8,70 Dollar gekommen. Im Moment bei 8,30 Dollar. Muss man mal schauen, wie weit das jetzt geht. Vermutlich wird er dann sich auch irgendwann beruhigen, ein bisschen wieder runtergehen, so dass sich die gleitenden Durchschnitte da wieder anpassen können und wieder zurückziehen können. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, die gleitenden Durchschnitte, je weiter sie von dem aktuellen Kurs entfernt sind, ist es so wie ein Gummiband, je weiter es entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es halt dann auch wieder zurückkommt, weil die Kraft dann halt so stark ist. Also hier in dem Fall zwischen dem hier und dem 10er gleitenden exponentiellen Durchschnitt. Da ist der Abstand im Moment sehr groß. Wäre nicht schlecht, wenn er sich ein bisschen beruhigt, ein bisschen Seitwärtsbewegung wäre in jedem Fall optimal. Wenn es natürlich weiter nach oben geht, auch okay, aber dann wäre natürlich auch die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass es irgendwann zu einer Korrektur kommt. Wie erwähnt, auch Ripple stark gestiegen. Der war vor 3, 4 Tagen bei 20 Cent. Ist im Moment auf 70 Dollar Cent, also wir reden immer hier von Dollar Cent, und hier hat sich ein Kanal eingezeichnet, der hatte auch hier einen Widerstand ungefähr bei 31 Dollar Cent. Den hat er auch durchbrochen. Hier sieht man wieder sehr schön, wie das Volumen hochgeht. Das ist wieder ein super Zeichen dafür, dass der Markt auf jeden Fall den Trend bestätigt. Hier sieht man es sehr schön und sieht sehr gut aus für Ripple. Ripple ist natürlich technisch sehr stark. Sehr viele Transaktionen pro Sekunde kann man nicht mit Ethereum oder Bitcoin vergleichen. Sehr niedrige Transaktionsgebühren. Also technisch gesehen, also von der Technik her Ripple sehr, sehr stark. Sehr großes Use Case. Ist auf jeden Fall wert, sich das mal näher anzuschauen und das zu beobachten. Das wäre es jetzt von meiner Seite aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr analysiert haben wollt. In dem nächsten Video werde ich wahrscheinlich